am 12. November ist es soweit, Alemannia Aachen trägt Stop Tihange auf. Warum macht die Alemannia damit? Weil wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung sehr bewusst sind. Wir sind der größte Sportverein der Region. Wir haben die größte Versammlungsstätte hier mit dem Tivoli, wenn ich das mal so formulieren darf. Und wir sind Bürger dieser Stadt. Wir sind Menschen in einer Region, die wir sehr lieben. Und deshalb sehen wir das als unsere Verantwortung und freuen uns, dass wir hier so ein breites Bündnis haben und hoffen natürlich auf große Unterstützung der gesamten Region. Der Protest gegen Tihange läuft schon seit einigen Jahren. Wann sind Sie auf den Zug aufgesprungen? Wann haben Sie im Verein gemerkt, da müssen wir mitmachen? Ich würde das gar nicht Aufspringen nennen, sondern wir haben letztendlich das aufgegriffen, was ein großes und wichtiges, entscheidendes Thema hier in der Region ist. Wir haben uns Gedanken gemacht, unser Aufsichtsrat Oliver Larven war da ganz entscheidend mit beteiligt, was könnten wir tun, um hier gegebenenfalls ein Zeichen zu setzen. So kam dann irgendwann die Idee, ein Spiel unter das Zeichen Stop Tihange zu setzen. Ganz wichtig natürlich, dass uns der 1. FC Köln da so gut unterstützt. Wir haben da sicherlich gute Kontakte, aber bei allen guten Kontakten ist das was ganz Besonderes, dass beide Profifußballmannschaften mit diesem Trikot auflaufen und möchten uns da auch nochmal ganz herzlich bedanken für die tolle Unterstützung auch der Stadt Köln. Thema Zuschauereinnahmen. An dem Tag gibt es Tickets für 5 Euro. Ja. Wie will die Alemannia da vielleicht kein Geld draus machen? Weil das ist ja auch der Thema, dass man da kein Geld draus machen will. Ja, wir dürfen das jetzt nicht zur Selbstdarstellung, Sanierung oder wirtschaftlichen Verbesserung nutzen. Wir wollen natürlich auch nicht ärmer werden. Die Spieltagskosten, die werden vom Ticketerlös abgezogen, aber alles, was darüber hinaus von einem Wirtschaftsprüfer festgestellt als Erlös in die Kasse geht, wird dann an das Aktionsbündnis Stop Tihange gespendet. Und das ist für uns auch ganz wichtig. Wir wollen ja auch was tun mit diesem Spiel. Es soll ja nicht nur ein einmaliges Aufblühen sein, sondern es soll nachhaltig sein. Und ich bin sicher, dass das Aktionsbündnis das entsprechend auch so verwenden wird. Was erwarten Sie am 12. November? Vom Stadion ist es voll und von den Fans? Ja, was heißt, was ich erwarte? Ich würde natürlich hoffen, dass es voll ist. Ich hoffe, dass die Region diesem Aufruf folgt. Dass einfach, genau wie es damals bei dem Essensspiel war, eine gewisse Eigendynamik hier einsetzt. Dass wir wirklich zeigen, dass wir in der Region zusammenstehen. Dass wir zeigen, dass wir hier nach außen wirklich ein Zeichen setzen können. Ich möchte aber auch nochmal betonen, dass das hier kein politisches Statement in Richtung Belgien ist. Insofern, natürlich sind die Belgier autark in ihren Entscheidungen. Nichtsdestotrotz möchten wir hier unserer Sorge Ausdruck verleihen. Und ich kann nur wirklich jeden Einzelnen bitten, hier ins Stadion zu kommen und uns zu helfen, das Stadion zu füllen.